Wir haben ein Geheimtreffen belauscht mit dem Metallschädel-Anführer. Ihr habt den Anführer also gesehen? Nein, er war auf so einer Art Funkgerät. Aber wir hörten ihn mit Baron Praxis sprechen. Der Baron besticht den Metallschädel mit Echo. Er wird nie genug haben. Aber der Baron will sie reinlegen. Ach, wirklich? Es ist töricht zu glauben, dass dieser Junge uns rettet. Er ist kein Gegner für den Metallschädel-Anführer. Oh, Jack. Der alte Chor schien einiges über die Metallschädel zu wissen. Ich weiß, was die Metallschädel in einer Stadt machen. Sie verschlingen alles, diese Zerstörung, das Morden. Im Ödland habe ich ein paar von den größeren gesehen. Furchtbare Kreaturen. Wir haben einmal einen aus einem Riss kommen sehen. War der hässlich! Ach. Du und dein Assistent sorgt ganz schön für Aufsehen in unserem Kampf gegen den Baron. Hast du das gehört, Jack? Du bist mein Assistent! Hey, großer Backenbart. Hast du Flöhe da unter deinem Umhang? Dafür gibt's Mittelchen, weißt du. Mir tun bloß die Knochen weh. Diese stinkende Stadt ging mir auf die Nerven. Aber als wir dachten, dass es nicht schlimmer werden könnte, wurden wir eines Besseren belehrt. Ist das? Ist das? Nein, kann nicht sein. Das ist nichts. Das ist Samos Hütte. Aber was? Wie? Wann? Wo? Warum? Das ist die Zukunft, Ex. Dieser schreckliche Ort ist unsere Welt. Schließlich macht uns Thorn mit dem Schatten bekannt. Ihr seid also die neuen Rekruten, die dauernd in Schwierigkeiten stecken. Oh nein, nicht du! Willkommen in unserer bescheidenen Untergrundbewegung. Man nennt mich den Schatten, aber sagt ruhig Samus zu mir. Und ihr seid? Mensch, Jack, wir haben das alles durchgemacht, um seine grüne Hoheit Großväterchen Wurzelkopf zu treffen? Kennst du uns nicht mehr? Tut mir leid, Kleiner. Hab euch noch nie gesehen. Und ich vergesse kein Gesicht. Besonders nicht so ein hässliches. Jetzt geht das wieder los. Wie kann das sein? Wir kamen mit dir durch den Riss in die Zukunft, oder? Ja, sahst damals schon älter und hässlicher aus als eine Mumie. Was ist passiert? Hat dir einer auf die Birne gehauen, während wir weg waren? Hört mal, Jungs, ich weiß nicht, was ihr zwei eingeworfen habt, aber ich hab keine Zeit für sowas. Wir müssen den Baron stürzen, den Erben schützen, die Metallschädelinvasion aufhalten und eine Stadt retten. Ich würde sagen, da haben wir genug zu tun. Und Mann, war das voll! Wir hatten die Ausrüstung! Und seine große Lupe! Mann, das ist mein Auge! Dreck hier, was? Riecht nach... verbrannten Monster! Ah! Hier teste ich sie gerade. Und wie es Standard in jedem Abenteuerspiel ist, gibt es den immer präsenten Schlüssel! Was würdest du bloß ohne mich machen, hä, Dex? Tja, Jack, wahrscheinlich wäre ich dann nicht bloß einen halben Meter groß, behaart und liefe ohne Hosen in der Kanalisation rum. Gott, wie ich Hosen vermisse. Wir haben es nur darum gemacht. Jeder glaubte, dass es so besonders sei, ein königliches Siegel oder sowas zu tragen. Auf jeden Fall haben wir mit meiner Hilfe das Kind zu Mars Tempel gebracht. Geschafft, Jack. Du hast das Grabmal von Mar tatsächlich gefunden. Super. Was jetzt? Willst du das Kind etwa alleine da reinschicken? Auf diesen Tag habe ich lange gewartet, endlich den sagenumwobenen Präkursorstein in Händen zu halten. Du musst vorsichtig sein, Kind. Die Prüfungen des Mannwerdens sind gespickt mit Gefahren und Mars Erbe muss ihnen allein... Willkommen, Erbe von Mar. Endlich steht mir der Auserwählte gegenüber. Tritt ein und beweise, dass dir das uralte Geburtsrecht zusteht. Nein. Das Kind ist zu jung, um die Prüfungen zu überstehen. Was? Nein! Tu doch was, Jack! Jack? Habe ich vorhin nicht etwas über Todesflüche gesagt? Den sicheren Tod vor Augen habe ich Jack tapfer in den Tempel geleitet und mich den Tests gestellt. Willkommen, junger Krieger. Heute hast du dich würdig erwiesen, das Erbe von Mar anzutreten. Er meint mich! Danke, große Statuenheit! Dir wird nun große Macht zuteil.
Vor Äonen führten die Precursor einen schrecklichen Krieg gegen die Orakwan. Jene dunklen Kreaturen, die ihr Metallschädel nennt. Mit ihrem Anführer zerstörten die Metallschädellegionen unsere große Zivilisation und durchsuchen nun ungehindert das Universum nach den letzten Überbleibseln unserer Macht. Maa versteckte den Precursor-Stein in diesem Grabmal, um ihn vor ihnen zu beschützen. Er ist unsere letzte Hoffnung und du wurdest auserwählt, diese Hoffnung am Leben zu erhalten. Du verwechselst mich mit jemand anderem. Ich will nur den Stein. Es ist Zeit, deiner Bestimmung zu folgen. Sieh her. Wow! Ran an die Bulle. Ihr Narren! Ihr habt mich direkt zum Stein geführt. Eure erbärmlichen Untergrundfreunde hatten keine Chance gegen meine Gardisten. Mit der Macht des Steins werde ich all meine Feinde zermalmen. Wenn ich den Stein habe, wirst du der Erste sein. Scheusal, der Precursor-Stein ist nicht für dich bestimmt. Netter Versuch, aber ich habe den Stein immer noch. Keine Angst, ich werde sein volles Potenzial ausnutzen. Bald werden all meine Gegner durch seine Macht vernichtet. Lass es mich klarstellen, ich hatte mit diesem Fiasko nichts zu tun. Jack hat nicht nur den wertvollen Stein verloren, auch alle unsere Freunde wurden ins Gefängnis geworfen. Ich kann nicht ohne meine Leute sein. Der große Metallschädelknacker hat wieder zugeschlagen. Ach ja, Jack durfte auch mitkommen. Oh, mein kleiner Held. Samus, geht's dir gut? Wo wart ihr so lange? Ich habe hier fast Wurzeln geschlagen. Ihr solltet mich hier rausholen. Beim Euter der Jakau. Was ist mit dir passiert, Jack? Moment mal, du bist du. Ich meine der andere du. Ich meine, du weißt, was ich meine. Ja, wie es scheint, habe ich einen älteren Zeitzwilling. Gütiger Himmel! Ich kann einfach nicht fassen, was für ein grummeliger alter Kerl ich mal werde. Zweimal Samus der Weise. Ah, Jack! Die vermehren sich! Wir müssen das Kind finden. Ponto! Was schwafelst du da, du Tattergreis? Das Kind hat das Grabmal schon geöffnet. Wir sollten jetzt als erstes die Truppen des Barons aufhalten. Oho, hältst dich wohl für besonders schlau. Wärst du nur halb so weise wie ich, wüsstest du, dass das einzig Richtige ist, das Kind zu suchen. Hör zu, Schrumpelgesicht. Ich sag hier, wo es lang geht. Und ich sage, wir halten die Truppen des Barons auf. Müssen wir erst dazwischen gehen? Vin aktiviert das Warp-Tor. Wir müssen hier raus, und zwar sofort. Angeblich gab es im Stadion diese Mechanikerin, die alles über den Baron wusste. Aber da sie mein süßes Gesicht durch den Vorhang nicht sehen konnte, war sie nicht sehr freundlich. Na super, ihr kriegt einen Orden. Und jetzt habe ich zu tun, also haut ab. Bist du immer so schwierig? Lass mich mal, Jack. Hör mal, Süße. Wir haben deine blöde Strecke geschafft und wir besiegen jeden hier in der Stadt. Diese Stimme kenne ich doch. Und merk dir mal was, ja? Erstens, wir wollen überhaupt nicht in dein dämliches Rennteam. Und zweitens, ein Date mit dem orangen Blitz kannst du vergessen. Gehen wir, Jack. Dexter, du bist es. Kira! Oh, ich freu... Du siehst... so anders aus. Wir haben einiges durchgemacht. Der blöde Baron hat unseren Freund hier mit dunklem Echo vollgepumpt. Jetzt hat er sowas wie super Bewegungen drauf. Aber leider auch ein paar Probleme mit der Beherrschung. Ich habe ewig nach euch gesucht, Jungs. Und überlegt, wie wir wieder zurück nach Hause kommen. Und ich muss zum Baron. Du könntest doch versuchen, die Rennmeisterschaft zu gewinnen. Der Gewinner der Meisterschaft darf den Baron im Palast besuchen. Um dieses Rennen zu gewinnen, mussten wir Errol besiegen. Den alten Miesepeter. Ich will nicht bloß gewinnen, Eco-Spinner. Ich will deinen Kopf. Seid gegrüßt, Rennfahrer. Heute werden eure Nerven und euer Können auf die Probe gestellt. Sollte einer von euch es wirklich schaffen, unseren Champion Errol zu schlagen, bekommt ihr einen Monatsvorrat Echo und eine Mini-Tour durch meinen Palast, um zu sehen, wie die andere Hälfte lebt. Viel Glück und sterbt tapfer!
Auf die Plätze! Fertig! Dieser würdige Gegner? Überraschung. Was? Ein kleines bisschen näher. Wir müssen reden. Narr, kapier's endlich. Es ist vorbei, Jack. Die Helden sind schon lange tot. Nur Überleben zählt noch. Egal mit welchen Mitteln. Die Stadt gehört mir. Diese Leben gehören mir. Dieser Krieg gehört mir. Und im Krieg sterben Leute. Tötet ihn. Vorsicht! Ich gewinne, Jack. Also gelang uns unsere Flucht. Aber es gab da noch eine Sache, die wir mit unserem alten Arbeitgeber regeln mussten. Wie immer führte Crew nichts Gutes im Schilde. Schon beim ersten Mal war mir klar, dass du was Besonderes bist, Jack. Schön, dass du so weit gekommen bist. Wir haben viel durchgestanden. Ne? Klar, mir kommen gleich die Tränen. Ich liebe Waffen. Ich liebe es, wie sie aussehen. Wie sie sich anfühlen. Sogar wie sie riechen. Ich glaube, du brauchst professionelle Hilfe. Am besten war Mars mächtige Waffe, mit der er das Metallschädelnest aufbrechen wollte. Der arme Narr starb, bevor er sie benutzen konnte. Ja, ja. Aber jetzt habe ich die Bohrerbombe. Habe sie gerade fertiggestellt. Mit diesem Meisterwerk kann ich den Präkursorstein aufbrechen und die unsagbare Energie in seinem Innern freisetzen. Wenn der Baron den Stein bringt, verstecken wir ihn in der letzten Eco-Lieferung und bringen ihn ins Metallschädelnest. Ein Überraschungsdessert. Nimm diesen Waffenbonus und vergiss, was du hier gesehen hast. Diesmal nicht, Crew. Für dich rühre ich keine Waffe mehr an. Das heißt dann wohl Krieg. Den großen Jungen hat's erwischt. Das war ziemlich übel. Ist es zu spät für meine Kündigung? Ja, wir hören auf. Die Stadt ist bereits tot. Ich habe euch alle verkauft. Jack, ich glaube, wir sollten hier verschwinden. Und zwar sofort. Ashlyn. Lasst uns abhauen. Das sauber zu machen war sicher kein Vergnügen. Ashlyn ließ uns raus und wir suchten den Baron. Doch jemand war schneller. Cor, was ist dir los? Das wisst ihr bestimmt. Denkt einfach an eure schlimmsten Albträume. Wir sind uns schon begegnet, wisst ihr noch? Alles ist genau so, wie ich es geplant habe. Der Metallschädel-Anführer! Ah, seht ihr es? Ohne die Schutzschildmauer steht meine Macht nun nichts mehr im Wege. Deshalb nun zum letzten Mal, gib mir den Präkursorstein! Wenn die Stadt sterben muss, sterben wir alle! Stein finden und wenn ich die Stadt Stein für Stein zerlegen muss.